Im jüdischen Restaurant Schmock fanden sie sich für ein kleines Warm-up und ein gegenseitiges Kennenlernen vor dem großen Musikevent Music of Goals gemeinsam gegen Rassismus zusammen. Aus welchen Gründen fiel der Entschluss, Musik als Werkzeug und Bindeglied für sein Vorhaben einzusetzen? Es gibt nur zwei Sachen, die irgendwie Leute verbindet. Das ist eins natürlich der Fußball, Spiegelbild der Gesellschaft, und zweitens natürlich Musik. Was ich so irgendwie spüre an dem Typen ist, dass er eine gute Seele hat und dass er ein Feeling hat für Musik. Und also ich glaube, der Typ wird mal ein richtiger Star. Ich habe sie über eine Freundin kennengelernt, oder besser gesagt, über sie gehört. Und sie spricht auch sehr gut Deutsch, sie hat mal in München gewohnt. Und heute hat mich der Gitarrist von der Band angerufen, weil die geprobt haben. Und er hat gesagt, er ist seit 30 Jahren im Geschäft, hat noch nie so eine Stimme gehört. Künstler nahmen eine weite Anreise auf sich, auch wenn der Kontakt erst einmal über Umwege entstanden war. Die Idee entstand, sagen wir so, ich liebe Musik. Ich finde es einfach enorm wichtig, über die Musik, dass man sich trifft, dass man zusammen feiert, und ich hoffe, dass es morgen gelingt. Hinter seiner Idee stand von vornherein nicht nur seine Liebe zur Musik, sondern auch die eigene Überzeugung.